Hallo, Alter. Hermano. Hallo, Hermano. Wie geht's dir? Alles gut, Hermano? Verdammte Scheiße, was ist das für ein cooles Outfit? Ah, danke schön, Hermano. Wo ist das Auto, Abdel? Ich muss schnell zum Autokino. Sieh, komm mit mir, Hermano. Dann, wenn du willst, kannst du mit mir fahren, sieh. Wo bist du geparkt? Ganz vorne. Ah, sieh. Hola, Don Paco. Hola. In welchem Funk sind wir? 422, Hermano. Okay, Hermano, ist Abfahrt, sieh. Ernesto, ich bin auf dem Weg, ich bin in einer Minute da. Amigo, in 30 Sekunden geht es los, weiß ich. Okay, es geht in 30 Sekunden los, fahr los. Da Madre. Los. Boah, miese Kopfschmerzen, ja. Oh shit. Nein, es geht schon los. Geil. Hola, amigo. Zieh dir die Scheiße rein. Hola, hermano. Gleich kommt deine Stelle, Paco. Ja, das ist unser neuer Wolf. Jetzt kommt Paco, Leute. Noch immer siehst du diese beiden Desperados stehen. War nie ein Kind von Traurigkeit, schon immer hart im Nehmen. In meinen Augen siehst du über 30 Jahre Pain. Endlich wieder zu Hause, ja, das war ein langer Weg. Keiner nimmt unser Hack, gebe kein Schutzgeld ab. Alle meine Jungs in Macht, keiner ein Manus. Mittlerweile Luxusjacht, immer nur auf Bella, so wie Schokompack. Wenn wir kommen, legen wir den Club im Brand. Alle wollten Bier gerne ficken, aber dennoch bin ich daran nie kaputt gegangen. Digga, die Hard, wenn Taco float, Desperado, so wie Al Capone. Großkaliber im verchromten Beamer, diese beiden Brüder nehmen alles hoch. Lass Atom fliegen, Motherfucker, dieser Katalog, circa 8 Millionen, Digga, was und alle zusammen. Immer nur Training Day. Alle meine Jungs sind Desperados, keine Angst vor dem Tod. Oh shit. Immer nur face to face. Jeder kennt Life is Pain. Sie twerkt und shake to fade. Du AIDS, ihr Body ist unter Strom. Immer auf Training Day. Digga, ich bin sicher, Mann. Alle meine Jungs sind Desperados, keine Angst vor dem Tod. Immer nur face to face. Jeder kennt Life is Pain. Sie twerkt und shake to fade. Du AIDS, ihr Body ist unter Strom. Krasser Beat, Alter. So. Krasser Song, alles. Pendejo. Pendejos. Wer ist denn dieser Gringo? Oh, puta madre. Oh, Jamule, hermano. Das Lied war krass, Mann. Ach du Scheiße. Oh, warum macht ihr das heiß, hermanos? Bravo. Sehr schön, Hermano, sehr schön. Bravo. Das war krass, ey. Ey, ist noch nicht vorbei. Was ist das? No, die Konkurrenz schläft nicht. Na, sieh. Lack was für Goldkörper. Ich bin gut, Madre. Ist das nicht cool mit Jinxen? Von wo kommt die jetzt? Sind das die Blatts oder was? Sieh. Ich kenn diesen Typ. Ernesto. Sieh, amigo. Lass uns kurz reden hier. Wie sieht's aus mit Operation Cobra? Läuft alles nach Plan, amigo. Wie läuft es mit deiner Operation? Ja. Wenn deine nach Plan verläuft, läuft meine auch nach Plan. Amigo, unser erster Song muss auf jeden Fall in die Charts reinknallen. Geil, Mann. Hast du das Management im Griff? Betrost du sie auch? Ja, mach dir keine Sorgen. Hast du ihnen gesagt, dass wir deren Familien auslöschen, wenn wir nicht in die Charts kommen? Ich habe ihnen gesagt, dass wir sie auslöschen werden, wenn sie uns nicht in jeder Playlist ganz oben platzieren. Sehr gut. Diese kleinen Pendejos, was denken die, wer die sind, amigo? Wir machen sie alle fertig. Paco, wir werden das alles zerreißen, amigo. Ja, noch ein letztes Mal, Hermano. Sollen wir von hier aus los jetzt gleich? Sieh, ich habe einen Standort. Folgt mir, sagt der Leute Bescheid. Okay. Hermano, steigt alle in eure Autos. Claro. Claro. Wir folgen Kiko. Fahr mal vor. Wir folgen Kiko. Okay, genau. Bis gleich.
Jungs, vorsichtig jetzt, nicht, dass wir aus der Bahn. Diese Kurve ist die schlimmste hier. Nee. Weißt du noch, Don? Ach, ist das die hier? Nee, sie. Genau, nee, jetzt ist die, genau die. Abbrennen. Verdammte Scheiße! Nein! Wir sind ins Wasser gefallen, wir sind ins Wasser gefallen. Oh, das können wir noch nicht alle hier parken. Hola, Thiago. Ja, Ernesto. Komm mal mit. Weißt du, was hier abgeht, Luis Armando? Verdammte Scheiße, wo sind wir hier? Hier ist ein verlassener Ort. Operation Cobra. Also, du weißt genau, worum es geht, see? Wir haben ein paar Ratten bei uns. Genauso wie ihr auch welche habt. Richtig. Wir werden und müssen diese Ratten entfernen. Ich freue mich schon auf die Gesichter. Das ist beschlossene Sache. Ja, daran gibt es keinen Weg vorbei. Die haben es sich selber ausgesucht. Und Paco? Ja, ja. Nachdem wir den Dreck hier beseitigt haben, werden wir einen Bankraub machen. Okay. Haben wir Werkzeug und Material? Na claro. Okay, Hermano. Dann lass uns auch kurz den Prozess machen mit diesen Pendejos. Ich würde sagen, du gibst den Ton an und ich klinge mich ein. Okay. Besorg dir eine Knarre. Ja. Don, Hermano. Abdel, komm mal mit mir. Was ist los, Hermano? Ist alles okay? Gib mir die Waffe. Siehst du jetzt deine Tasche? Ja, Mann, ich habe alles. Okay, jetzt. Gehen. Ah, okay, perfekt. Bis gleich, Mann. Ich warte. Ah, wie viele sind gekommen? Wie viele sind gegangen? Sie. Ernesto Carlos und Paco Ramirez. Ja, Mann. Seit dem ersten Tag, als wir angefangen haben, eine Familie zu gründen, und bis heute stehen wir, während andere ihre Identitäten wechseln, Familien wechseln, die Insel verlassen und keine Ahnung was. Ja, Mann. Aber jetzt, heute hier, wie wir versammelt sind, sollt ihr eins wissen. Es gibt gerade keinen Unterschied zwischen uns. Und das Wort, was Ernesto jetzt gerade spricht und zu sagen hat, gilt für uns alle, Hermanos. Als allererstes möchte ich mich bei meiner Familie, dem Kartell, bedanken für alles, für die Unterstützung, für die Loyalität. Ich ziehe meinen Hut vor jedem hier. Jeder, auch Pacos Leute, arbeiten hart. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt einige unter uns, die dieser Sache keinen Respekt mehr verleihen. Die einfach reinspucken, kümmern sich lieber um andere Sachen. Das Wohl der Familie ist ihnen scheißegal und haben hinter meinen Rücken Dinge geplant. Wollen das Land verlassen. Einfach so. Das Kartell kann man nicht einfach so verlassen. Ich spreche gerade zu meinen Leuten. Denn es heißt doch, bis zum Tod, Patron. Aber wer sich einfach aus dem Staub machen will und die Familie links liegen lassen will, das geht nicht. Ich spreche klar und deutlich zu einer Person hier. Gibt es eine Person, die sich angesprochen fühlt? Si. Wer hat das gesagt? Ich, Patron. Toro. Si. Toro. Ich erinnere mich noch, als du auf der Straße rumgelungert hast. Wir haben dich bei uns aufgenommen. Aber heute habe ich das Gefühl, dass dir die ganze Scheiße nichts mehr bedeutet. Es ist, glaube ich, eine Sache der Loyalität. Und deine Loyalität bröckelt ein bisschen. Ich habe gehört, aus sicherer Quelle, dass du hinter unserem Rücken der ganzen Familie Geschäfte machst mit anderen Leuten. Stimmt das? No. Ich habe gehört, dass du das Land verlassen willst, einfach so. Ist die Familie dir scheißegal geworden, oder was? Um klar zu reden, Patron. Nachdem wir hier rübergekommen sind, irgendwie alles anders geworden. Hab ich dich hier scheiße behandelt, Toro? No, Patron. Du nicht. Wie viel hab ich dir durchgehen lassen, ha? So viel, Patron. Das stimmt. Du kennst Kiko. Tritt einmal näher. Komm mal her. Du sprichst im Namen des Kartells. Sie? Als ich zum Kartell gekommen bin, ich hab gehört, bis es niemand gekommen. Ich habe versucht, den Respekt zu wahren dir gegenüber. Und als ich ihn verloren hatte, habe ich zumindest versucht, der Familie wegen, dass alle anderen vor dir Respekt haben. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass dieser loyale Hund Toro plötzlich wieder zu einem Niemand werden möchte. Aber merk dir eins, egal was ist, ohne der Familie bist du einfach nur gar nichts, Hermano. Gar nichts. Ich würde gerne noch was sagen. Na klar, Dedo. Toro, Hermano. Gracias. Wir sind einen weiten Weg zusammen bis hier hingegangen, sieh? Und das, was ich jetzt gerade höre, das schockiert mich. Leider so. Heb deinen Kopf hoch, Toro. Heb deinen scheiß Kopf hoch, wenn wir mit dir reden. Sau mir in die Augen, Toro. Sieh, Toro, und jetzt möchtest du gehen und möchtest eine Pussy sein und uns hier alle zurücklassen? Bin enttäuscht, ich hab da nichts mehr zuzufügen. Toro, ich hab dich immer betrachtet wie einen größeren Bruder, das weißt du. Aber jetzt kann ich dir nach alledem hier nicht mal mehr in die Augen gucken, Hermano. Sonst kein irgendjemand. Sonst seid ihr doch auch alle so wortgewandt. Ich hab viel von dir gelernt. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Weißt du, Vito, wir haben mal darüber geredet. Dickes Eis und dünnes Eis. Und das Eis unter meinen Füßen ist gebrochen. Sieh, Patron hat recht, bin mir selber nicht mehr treu gewesen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Wir sehen uns in der Hölle. Toro, deine Batterie ist leer. Wir sehen uns in der Hölle. Ach. Hermanos, hat sich bei all dem, was Ernesto gerade erzählt hat, irgendjemand von euch angesprochen gefühlt?
Keiner. Thiago, warum hast du deine Hand die ganze Zeit oben? Schau mir in die Augen, Hermano. Ja, bitte. Thiago, betrügst du uns? No, ich war im Urlaub. Im Urlaub? Ich war im Urlaub. Gezwungenermaßen, ne? Als ich dich kennengelernt habe, wo warst du? Na, beim Kartell. Richtig. Du hast dich mit Luis und Abdel angefreundet. Und ich habe dir einen Platz in unserer Familie gegeben. Wenn es nach Ernesto gegangen wäre, ich bin ganz ehrlich, wärst du schon vor langer Zeit mit Beton an den Beinen hier im Meer gelandet. Aber Thiago, ich habe mich für dich eingesetzt. Jetzt frage ich dich, was für einen Platz habe ich dir gegeben? Erst den Platz als Capo. Als wir gesehen haben, dass du jetzt nicht besonders gewaltbereit bist, haben wir dich umpositioniert. Aber ich habe dir immer einen der höchsten Ränge bei uns gegeben. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass ich das Ganze hier nicht ernst nehme. Aber ich bin jeden Tag mit Luis und Abdel im Kontakt. Das hier ist kein Spiel für mich. Thiago, ich habe dir vor langer Zeit einen Auftrag gegeben. Hast du dich irgendwie darum bemüht? Es war nicht in meiner Macht. Ich sehe das anders. Denn wenn ich dir sage, dass du etwas machen sollst, dann musst du alles in deiner Macht stehende erstmal tun, um im Nachhinein zu mir zu sagen, dass es nicht in deiner Macht war. Aber das mal beiseite. Als wir uns letztens diese Pendejos, diese Ruskis geschnappt haben und bei den Ärzten im Anwesen waren. Wie gesagt, ich musste zwangsweise in den Urlaub. Ich habe auch nicht alles mitbekommen. Diese kleine Ratte hat es sich gewagt, meine Mutter zu beleidigen. Und dann triffst du dich im Urlaub mit diesen Leuten. Loyalität ist was ganz anderes. Weißt du, wer auf mehreren Hochzeiten tanzen will, muss damit rechnen, dass es den einen oder anderen nicht gefällt. Thiago, ich habe das Gefühl, dass du dir alle Optionen offen hältst. Na, ich glaube, es läuft gerade was ganz anderes, aber ist okay. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Wenn, dann gehe ich mit Würde. Hm? Und Toro, wir sehen uns in der Hölle. Ich werde dich auch vermissen. Los, komm mit. Thiago, lauf. Lauf vor. Oh, Mann. Geht den Steg darunter. Manchmal muss man tun, was ein Mann tun muss. Manchmal kommt man zusammen, manchmal geht man zusammen. Aber dich werde ich immer im Herzen tragen, amigo. Bleibt da stehen. Dreht euch zu uns. Schaut uns in die Augen. Thiago, ich habe das Gefühl, du kannst meine Entscheidung nicht verstehen. Ne? No, kann ich nicht verstehen, aber ich werde damit leben müssen. Oder vielleicht auch nicht mehr leben müssen. Wir sehen uns in der Hölle, hermano. Obrigado. Warte, Patron. Oh, Madre. Oh, Mann. Viva la Cartel, wir bleiben stehen, bis wir sterben, hermano. Viva la Cartel. Viva la Cartel. Ich möchte, dass ihr alle eure Knarre rausholt. No, Toro, nicht umdrehen. Schau uns in die Augen. No. Genauso, wie du die Familie verlassen und verraten wolltest, stehst du auf und guckst uns in die Augen. Na los. Bring's doch einfach bitte hinter dir. No, ganz so einfach mach ich's dir nicht, Bendejo. Wer die Familie verlassen will, für sein eigenes Vergnügen, der bekommt es mit uns allen zu tun. Schau diese Leute an, guck in deren Augen, von Santa Muerte bis Vito. Und nun willst du die Familie einfach so verlassen, als wäre nichts gewesen? Wie eine Fußballmannschaft, bei der du dich abmeldest? Ich habe dir vieles durchgehen lassen, Toro. Aber das lasse ich dir nicht durchgehen. Du hast die Familie verraten. Bring es doch einfach hinter dir, Patron. Ich glaube, dieser Pendejo freut sich zu sterben. Vito, siehst du in ihm Familie? Ich sehe ein bloßes Nichts in seinen Augen. Genau das ist das. Man sagt doch, irgendwann stehen wir vor dem jüngsten Gericht. Betrachte das hier als eins. Ich will gar nicht wissen, was du meiner Abwesenheit alles getan hast. Du hast damals von einem unserer Feinde Geld geliehen, um ein Auto zu kaufen. Oh, Toro. Nun ist die Zeit gekommen. Kartell, alle die Waffen zielen auf Toro. Auf mein Kommando. 3, 2, 1. Viva la Cartel, puta madre. Schießt. Viva la Cartel. Viva la Cartel! Viva la Cartel, hermanos! Pultisch. In die Luft, alle in die Luft schießen. Hey, Chu. Verdammte Scheiße, wir sind in Luft. Alter, was geht dir ab, man? Okay, das reicht. Das reicht. Viva la Cartel! Feuer einstellen. Dedo, beruhig dich. Hermanos, zwischen uns gab es nie einen großen Unterschied. Wir sind im Prinzip immer eins gewesen. Heute ist ein großer Tag. Denn ab jetzt, ob offiziell oder inoffiziell, gibt es zwischen uns ein offizielles Bündnis. Wenn das Syndikat und das Kartell zusammenkommt, sind wir die Desperados. Tschö. Tschö. Viva la Desperados! Viva la Desperados! Ein Bataillon von 40, 50 Mann, das keiner brechen kann.
Nix und niemand in diesem verdammten Land versteht die Hermanos. Auf uns wartet eine gute Zeit. Und noch eine gute Sache, die ich anmerken muss. Wir werden jetzt gleich zu uns ins Anwesen fahren und etwas planen. Einen Banküberfall auf die Staatsbank. Es gibt ein kleines Problem. Es können nur 10 von uns und 10 von euch, insgesamt 20 Mann mit. Paco. Wir klären das. Ich denke, jeder sollte zu seinem Anwesen fahren. Jeder klärt seine Gegebenheiten und dann machen wir einen Treffpunkt aus, wo diese 20 Mann zusammenkommen. Alles klar. Bis gleich. Leute, wir ziehen ab.